Hallo Leute und herzlich willkommen zu JP Carp Fishing Folge 3. Mittlerweile habe ich die dritte Folge hier für euch am Start. Wir befinden uns heute und die nächsten drei Tage an meinem Hausgewässer in Frankreich, nahe dem Dreiländereck. Meine Partner, die Bella, habe ich auch dabei. Ja, es ist heute relativ heiß mit 30 Grad. Ich bin heute Morgen angekommen. Ich habe direkt die Fische springen sehen, habe dann geschaut, dass ich schnell die Routen fertig mache und sie dann an die Spots bringe. Die Wassertemperatur liegt aktuell bei 25 Grad. Die Fische sind gerade aus der Laichzeit rausgekommen, sollten demnach eigentlich dann auch jetzt anfangen zu beißen nochmal. Wo ich die Spots abgelegt habe, wie ich vorgehe an diesem Gewässer, wie meine Rigs ausschauen, das zeige ich euch morgen. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich was zum Mampfen bekomme. Schönen Abend. Ja, guten Morgen. Schon direkt Sonnenschein. Es war gestern schon extrem heiß. Man hat es kaum ausgehalten. Bis zu 30 Grad. Da wirst du gekocht. Da ist alles heiß. Man hält es fast nicht aus. Ich glaube, den Fischen geht es da drinnen auch nicht besser. Ja, ich werde heute mal näher auf die Taktik eingehen, wie ich die Spots befische, wie so meine Rigs aussehen. Kommen wir gleich zum ersten Punkt, Taktik und Spots. Das liegt ja sehr nah beieinander, weil ohne Spots keine Taktik, keine Taktik ohne Spots. Wir haben hier an diesem Baggersee haben wir einige Stellen, die hervorragend sind zum Uferangeln. Ja, wir haben überhängende Büsche, wir haben Bäume, Äste, die ins Wasser ragen. Da habe ich auch eine Route direkt liegen, da hinten. Ja, dort habe ich gleich mal einen Shot-Rig drauf geworfen. Da ist tagsüber eigentlich keine Aktivität zu sehen, abends auch nicht, aber die Fische laufen dort. Ja. Das ist, sagt die Erfahrung an diesem Gewässer. Dort habe ich also direkt mal einen Shot-Rig platziert. Ja, und dann gucken wir mal, was an diesem Spot dann geht. Ich habe zwei Routen jetzt ziemlich ins Freiwasser gelegt. Das habe ich vorher natürlich ausgelotet. Zum einen mit meiner Deeper-App, die ich immer benutze. Also den Deeper, den kann ich bis zu 100 Meter rauswerfen. Thank you.
Ja, das ist er hier, der schöne Spiegler. Die machen hier ordentlich Druck, die haben richtig Kasala. Ja, noch ein schönes Bild gemacht und dann kommt der Süße wieder rein. Und dann hoffentlich schickt er mal seinen Papi. Wahnsinn. Das war jetzt mal ein Action direkt schon am frühen Morgen. Ja, die Rute habe ich jetzt schnell wieder fertig gemacht. Was enorm wichtig ist in dieser Situation, ihr habt einen Fisch gefangen. Guckt, dass die Ruten schnell wieder liegen. Die Fische könnten sich immer noch an den Spots tummeln. Und genauso wichtig ist es, einfach direkt nachzufüttern. Und das werde ich jetzt tun. Ja, kommen wir nochmal nach diesem schönen Fisch heute Morgen zurück auf mein Gespräch. Ja, also ich habe da mit dem Deeper natürlich mal drüber gezogen, ein paar Bahnen, bis ich mir sicher war, okay, dort möchte ich die Ruten ablegen. Wir haben hier nicht viele Gegebenheiten, es ist sehr viel Kraut in dem Gewässer drin. Da sieht man dann auch schön, wie das verläuft. An vielen Stellen halt Kies. Zwischendurch kommt mal ein bisschen weicher Grund. Ja, und dann auf die harte Stelle direkt habe ich dann meinen Rig abgelegt auf ca. 2,30 m, 2,40 m. Bin dann natürlich parallel dann noch, nachdem ich die Stelle gefunden habe, mit der Markerrute drüber, damit ich mir auch 100% sicher sein kann, dass diese Stelle die Stelle ist, die ich auch auf dem Deeper gesehen habe. Ja, das zu dem Stellenfinden. Also wie gesagt, ich habe die zwei Routen, habe ich jetzt im Freiwasser. Ich habe dann natürlich auch die Routen nachher dementsprechend an dieser Stelle eingeklippt, habe dann die Routenlängen abgemessen. Da bin ich jetzt mit der einen Route auf 18,5 Routenlängen und auf der anderen 16,5 Routenlängen. Das aus dem Grund, 16,5 Routenlängen war der eigentliche Spot, den ich gefunden habe, möchte aber mit der 18,5 Route möchte ich etwas außerhalb von Futterplatz hinlegen. Ich füttere auch nicht punktuell. Ich habe mir einen Radius von ca. 6 Meter angeeignet. Das läuft eigentlich immer ganz gut. Ja, kommen wir nun zu meinen Rigs, die ich einsetze. Das Thema Rig ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und Aspekt. Ich habe in der Vergangenheit sehr viel mit Rigs experimentiert, wobei ich am heutigen Standpunkt bin, dass ich sagen muss, dass die altbewährte Methode, sprich das No-Not-Rig, einfach am besten gelaufen ist. Es gibt unzählige Rigs am Markt, ich habe auch schon fast alle probiert. Also es läuft nichts besser wie die No-Not-Rigs. Es ist sehr simpel, ganz einfach zu fischen, lässt sich schnell binden, du bist schnell wieder einsatzbereit, du kannst die Routen direkt wieder an deinen Spot bringen, ohne viel Aufwand. Allerdings, du musst eines beachten, und zwar der Haken. Der Haken muss rattenscharf sein, sonst schlitzen dir auch mal die Fische. Das könnt ihr zum Beispiel auch anhand dem Ding festmachen, dass ihr manchmal Pieper hört. Und euch wundert, warum die Rute nicht abläuft oder was da ist oder es vielleicht eine Prasse ist oder sonst was. Ja, das mag sein, dass das so ist, aber in vielen Fällen, man hat schon viele Unterwasseraufnahmen gesehen, die spucken den Haken wieder aus und er hat nicht gegriffen. Und das ist, sage ich mal, zu 90% der Fälle ist das oft die Hakenschärfe zurückzuführen. Und da müssen wir einfach mal gucken, dass wir den Haken scharf halten. Es gibt eigentlich zu den Rigs nicht viel zu sagen, die ich fische. Wie gesagt, also es ist sehr simpel, was ich mache. Es gibt noch eine Montage, die ich sehr gern fische. Vor allem jetzt zum Beispiel an diesem Gewässer, das ist das Shot Rig. Ja, das werfe ich einfach drauf, gerade wenn ich die Fische stalken möchte. Und das ist einfach ideal. Es verheddert sich nichts, es kann nichts passieren beim Auswerfen. Die Montage liegt immer gut, selbst wenn du in einem Krautfeld liegst.
die Route bzw. die Montage liegt sicher im Wasser und ist auf jeden Fall fangbereit. Ja. Da braucht man sich keine Gedanken zu machen, da kannst du auch ruhig schlafen gehen. Ich möchte noch gerne hinweisen darauf, ich habe eine Facebook-Seite, JP Carp Fishing, das passt zu dem Channel. Ja. Der ist daraus quasi entstanden, der Channel. Würde ich mich aber auch über ein Like dann freuen und empfehlt mich weiter, wenn es euch gefallen hat. Es ist mittlerweile Abend geworden. Am Tag über ging nichts. Es war sehr heiß wieder mal. Ja, und jetzt gerade hat noch mal einer gebissen. Schöner Spiegler. Mal zeigen darf. Ja, das ist, die haben hier so Power. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, was die für eine Power hier haben. Klein, aber fein, ne? Wunderschön. Ich habe ihn nicht gewogen. Das Gewicht spielt meiner Meinung nach sowieso nur zweite Rolle. An erster Stelle steht natürlich die Kreatur, ihrem Dasein. Wunderschön. Makellos. Den erkennt man auch sicher wieder in ein paar Jahren. Ich hoffe, dass der noch ordentlich wachsen tut. Schön. So, auf der Randroute hatte ich jetzt bisher wenig Aktion. Ich hoffe, dass die Nacht jetzt mal dort noch ein, zwei Fische bringt. Es ist 12:30, die zweite Nacht. Und ich war gerade schon im Bett und dann lief die Route nach kürzester Zeit, nachdem ich eingeschlafen bin, wieder ab. Dritte Fisch jetzt in dieser Session. Ist ein schöner Spiegler geworden, der auf einen Singer reingefallen ist. Und den zeige ich euch jetzt mal. Da kommt der kleine Schatz. Und hier ist er. Ja. Wunderschön, oder? Toller Fisch. Genau deswegen gehen wir doch gerne angeln. Makellos. Und der wird bestimmt auch mal noch ganz fett. Da bin ich mir sehr sicher. So. Wunderschön. Und den lassen wir jetzt auch wieder rein. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Fisch.
Ich habe sonst in meinen Sessions hier immer Schuppenkarpfen gefangen. Und jetzt hier, wo ich den Dreh mache, sind nur Spiegler da. Ja, wir sind Tag 4 angekommen. Die Nacht lief nicht mehr viel. Im Moment zieht starkes Gewitter auf. Und wir hoffen uns dadurch mehr Aktivität durch die Fische und versuchen dann jetzt heute Abend noch einmal einen zu fangen. Und danach geht's dann ab nach Hause, werde ich abbauen. Ja. Hi Leute, so, ich bin wieder zurück. Ich habe den nächsten auf der Matte liegen. Ist wieder ein Schuppi geworden. Und hier ist er. Der ist wieder makellos. Auch wieder auf ein Single. Ja, besser kann es nicht laufen. Der geht auch wieder rein jetzt. Der ist wild, der will nochmal in die Freiheit. Bis zum nächsten Fisch. Vier schöne Tage an meinem Hausgewässer sind jetzt vorüber. Ich konnte insgesamt 6 Fische auf meine Matte einladen. Ja, 3 sind leider geschlitzt. Ich habe sie verloren. Warum, kann ich nicht zu 100% sagen. Das kann man leider nie. Ich gehe nur davon aus, dass sie wahrscheinlich noch wenig in der Laichzeit sind. Und deshalb jetzt vorsichtiger gebissen haben. Ja, es ist schade, kann man aber nichts tun. Das gehört einfach zum Anglerleben dazu. Und ich packe jetzt meine Routen zusammen und fahre ab nach Hause. Und dort lege ich mich erstmal auf die Couch und schaue noch ein wenig Fernsehen. Bis zum nächsten Mal.